Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen, darum freuen wir uns sehr, dass wir zusammen sind. Ich wünsche euch wieder einen wunderschönen sonnigen Morgen, liebe Kastanien. Dann schauen wir mal auf unseren Kalender. Heute haben wir Donnerstag, den vierten Tag der Woche. Wir haben den 7. Mai. Wir haben Frühling. Draußen scheint immer noch die Sonne. Und bei mir ist es gerade 10 Uhr. Am Dienstag haben wir über Elefanten geredet. Wir haben viele Bilder gesehen und viel gelernt. Auch heute werden wir über Tiere sprechen. Schauen wir mal, welches Tier sich heute im Beutel befinden wird. Ich schaue wieder für euch rein. Oh, wie spannend! Heute werden wir über Dinosaurier reden, die auch Dinos genannt werden. Und was wisst ihr schon alles über Dinosaurier? Ihr wisst bestimmt, dass es heute keine Dinosaurier mehr gibt auf der Welt. Wir werden uns nun ein paar Videos und Bilder anschauen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Viel Spaß! Dinosaurier. Dinosaurier waren Tiere, die vor langer Zeit gelebt haben. Dinosaurier sahen sehr unterschiedlich aus. Manche liefen auf vier Beinen. Und andere liefen auf zwei Beinen. Die meisten waren wohl viel größer als die Menschen, manche aber auch deutlich kleiner. Normalerweise lebten sie auf dem Land und nur wenige im Wasser. Von den Dinosauriern sind heute vor allem noch Knochen übrig geblieben. Vor etwa 65 Millionen Jahren gab es auf einmal keine Dinosaurier mehr. Die Wissenschaftler sagen, dass es ein Massenaussterben gab. Damals ist wahrscheinlich ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen. Also ein großer Felsbrocken aus dem Weltall. Andere Wissenschaftler glauben, dass ein Vulkan ausgebrochen ist. Es wurde viel Staub aufgewirbelt. Dadurch kamen die Sonnenstrahlen nicht mehr so stark auf der Erde an. Es wurde dunkel und kalt. Das ist gerade, das ist schief, das ist hoch und das ist tief. Das ist dunkel, das ist hell, das ist langsam und das ist schnell. Das ist rauf und das ist runter, das ist müde und das ist munter. Das sind Haare und das ist Haut, das ist leise und das ist laut. Heute werden wir eine Lavalampe herstellen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es damals auf der Welt ausgesehen hat. Heute machen wir unsere eigene Lavalampe.
Erst geben wir Wasser in das Glas. Dann tun wir Lebensmittelfarbe rein. Und rühren gut um. Nun kommt Öl hinzu. Aber Öl und Wasser vermischen sich nicht. Das Öl schwimmt oben. Warum ist das so? Öl ist leichter als Wasser und steigt deswegen nach oben. Das rote Wasser ist aber schwerer als Öl und sinkt hinunter. Nun werfen wir die Brausetablette hinein. Es beginnt zu sprudeln. Und Wassertropfen werden aufgewirbelt und steigen nach oben. Die Brausetabletten enthalten Zitronensäure und Natron. Sobald sie mit Wasser in Kontakt kommen, reagieren sie miteinander und bilden Kohlensäure. Das Gas steigt nach oben, an der Wasseroberfläche platzt die Blase und das Gas entweicht. Das Wasser sackt durch die Ölschicht wieder herab auf den Boden. Apfel, Apfel, groß und rund, isst ein Apfel, bleib gesund. Guten Appetit! Ein, zwei, drei, vier. Ihr seid hier immer noch alle hier. Fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt wird aber Schluss gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.